Häufung von Krankheiten. Menschen, die in der Fluglinie der Undefinetzer-Gesünden stehen, sind häufig von Erkrankungen aller Art geplagt. Sternzufallsbild. Sternmann muss sich aber auch hier vor Kurzschlüssen hüten und nicht einfach unerklärliche Krankheiten auf Undefinedok-kulte Wurzeln zurückführen wollen. Es ist in jedem Fall erforderlich, dass ein Vollmediziner um seine Diagnose und Behandlung gebeten wird. Man darf auf keinen Fall in einen okkulten oder hysterischen Krankheitswahn verfallen. Wenn die Arbeit des Arztes getan ist, bleibt für den Seelsorger immer noch ein großes Gebiet übrig. In Brasilien hatte ich die meisten Aussprachen mit undefiniert spiritistisch belasteten Menschen. Das hängt damit zusammen, dass Brasilien eine Hochburg des Weltspiritismus darstellt. Im Gebiet von Ponta Grossa kam eine Frau zur Seelsorge. Sie war 18 Jahre lang Glied eines spiritistischen Zirkels gewesen. Dann löste sie sich, weil sie voller Unfriede war und Christus suchen wollte. Seit dieser Umkehr leidet sie unter Schlafstörungen, undefinierte Depressionen und kann keinen Frieden finden. Bei der Beichte kam auch zum Vorschein, dass sie einen Himmelsbrief besaß und als Kind gegen eine Krankheit besprochen worden war. Neben all den seelischen Störungen hatte sie eine unerklärliche Hautkrankheit, die von keinem Hautspezialisten geheilt werden konnte. Sternzufallsbild. Stern. Es ist eine häufige Beobachtung, dass okkult belastete Menschen unter Hauterkrankungen leiden. Dazu ein Beispiel. In einer Stadt in Santa Catarina, Brasilien, brachte ein Ehepaar seinen Jungen, der an einer Sklerodactylie litt. Seine Finger standen in Klauenstellung. Die Haut der Hand wurde spröde, hart und fiel langsam ab. Die Handmuskulatur war mit befallen. Sogar die Knochen wurden atrophisch. Da die Eltern meine Vorträge gehört hatten, dachten sie, ich könnte ihnen irgendeinen Rat geben. Ich fragte nach der Vorgeschichte der Familie und hörte, dass die Großmütter in beiden Linien Besprecherinnen waren. Natürlich werden die Mediziner, die nichts von geistlichen Vorgängen wissen, über einen solchen Zusammenhang lachen. Und doch findet man es häufig, dass unheilbare Hautkrankheiten in Familien auftreten, wo die Vorfahren Zauberei getrieben haben. Ein weiteres Beispiel zeigt den Charakter einer hysterischen oder undefiniert medialen Erkrankung. Eine Frau kam zur Aussprache. Sie hatte eine Krankheit nach der anderen. Zuerst eine Lungenentzündung, dann eine Nierenbeckenentzündung, dann setzte eine Zwangsneurose ein. Sie war schließlich so weit, dass sie praktisch das ganze medizinische Lehrbuch durchmachte. Ihre Geschichte ergab das Bild einer hysterischen oder auch einer medialen Erkrankung. Die Vorgeschichte zeigte, dass die Großmutter Kartenlegerin war und auch ihre Kinder und Enkel besprechen ließ. In einem solchen Fall gibt es keine Befreiung durch die Medizin. Das ist ein geistliches Problem. Sternzufallsbild. Stern. Bei meinem Aufenthalt auf den Fidschi-Inseln kam eine Frau zur Aussprache. Es war keine Insulanerin, sondern eine europäische Siedlerin. Diese Frau hatte häufig Anfälle einer völligen Starrheit. Es ist bereits ein solches Beispiel berichtet worden, dass Menschen steif wie ein Brett werden, wenn sie etwa die Bibel zur Hand nehmen wollen, oder wenn sie beten wollen. Sie ließ sich ärztlich betreuen. Der Arzt fand aber keine Ursachen. Es war nach seiner Meinung organisch alles in Ordnung. Ich erzählte der Frau einige Beispiele, wie ich sie in Ostasien und auch in Afrika vorfand, dass Menschen manchmal eine Art kataleptische Anfälle erleben, wenn sie unter dem Bann von Zaubereisünden der Vorfahren stehen. Ich fragte die Frau, ob ihr Vater, ihre Mutter oder sie selbst solche Dinge getrieben haben. Sie verneinte. Auf dem Heimweg sagte sie zu der Frau, die meine Gastgeberin war, sie habe als kleines Mädchen das Tischrücken mitgemacht. Sie maß aber diesem Vorgang keine Bedeutung bei. Und doch liegen da die Zusammenhänge. Eine junge Frau litt unter merkwürdigen epileptischen Anfällen. Da der Hausarzt mit der Erkrankung nicht fertig wurde, wies er die Patientin in einer Universitätsklinik ein. In dieser Klinik stellte man fest, dass die Frau eine sehr seltene Form der Epilepsie hat, und zwar die sogenannte Myoklonepilepsie. Da sie der einzige Fall dieser Art in der Klinik ist,
wird sie als Versuchsperson genommen. Sternzufallsbild Stern Sie wurde aufgefordert, sich in gewissen Zeitabständen zu melden, um einige Medikamente ausprobieren zu können. Die Behandlung ist kostenlos. Sie erzählte in der seelsorgerlichen Aussprache, dass sie schon im Mutterleib besprochen worden sei. Ihre Mutter wollte sie durchs Besprechen abtreiben. Sie suchte nun den Weg zu Christus, da ihr ärztlich nicht geholfen werden konnte. Wir schließen damit den Rundgang durch das Gebiet der Auswirkungen der okkulten Belastungen. Ich rate nicht dazu, dieses Buch durchzulesen wie einen schauerlichen Krimi. Es ist nur eine Art Nachschlagwerk, eine Information für bestimmte Gebiete. Ich verweise auf meine diesbezüglichen Ausführungen im Vorwort dieses Buches. Meine Gegner werden mich nun fragen wollen, warum schreibst du überhaupt solche Bücher? Ich antworte gern. Es können ja nur Männer über diese Gebiete schreiben, die über eine genügende Erfahrung verfügen. Vielleicht verstehen die gläubigen Christen, welche Kämpfe es kostet, wenn man in einer 54-jährigen seelsorgerlichen Arbeit rund 20.000 furchtbare Beispiele in der Seelsorge erlebt hat. Sternzufallsbild Stern Das hält normalerweise kein Mensch, auch nicht mit dem stärksten Nervensystem durch. Es ist ein Wunder der bewahrenden Gnade Gottes, dass der Teufel mich nicht schon längst umgebracht hat. Und ich bitte an dieser Stelle wiederum alle gläubigen Christen um eine ernsthafte Fürbitte für meine Familie, meine Arbeit und mich selbst. Schließen wir aber doch das Kapitel über die Auswirkungen mit einem positiven Beispiel. Sternzufallsbild Stern Vor einigen Jahren kam eine junge Frau in die seelsorgerliche Aussprache. Sie war von den Füßen bis zum Kopf mit einer fürchterlichen Hautkrankheit bedeckt. Ich fragte sie, wie konnten sie in einem solchen Zustand heiraten? Sie antwortete, diese Hautkrankheit geht mitunter einige Monate weg, und dann kommt sie wieder. Sie hat bereits Tausende von Mark für Hautärzte ausgegeben, aber keiner konnte ihr helfen. Ganz beiläufig fragte ich, ob in ihrer Vorfahrenreihe Zauberei liege. Sie bejahte. Ihr Großvater war ein Vielsprecher und Krankheitsbanner. Ihr Vater hat dies von ihrem Großvater gelernt und das ebenfalls seit Jahren praktiziert. Und sie hat nun eine fürchterliche Hauterkrankung, mit der sie sich nun schon seit Jahren verzweifelt abquält. Ich zeigte der jungen Frau den Weg zu Jesus. Ihr schweres Los ging mir ans Herz. Mir kam in den Sinn, ob ich nicht mit der jungen Frau nach Jakobus 5,14 bitten sollte. Ich hatte zwar Hemmungen, weil ja ihre Erkrankung eine Auswirkung von Zaubereisünden der Vorfahren war. Ich fragte einen gläubigen Pastor, einen Freund von mir, wie er darüber denke. Er hatte den Mut und die Freudigkeit zu diesem Dienst, jedoch nur im Blick auf ihre Erkrankung, nicht im Blick auf ihre okkulte Belastung. Wir hatten uns beide unter den Schutz Jesu gestellt und dann mit der Frau unter Handauflegung für diese gefährliche Hauterkrankung gebetet. Sternzufallsbild Stern Ich verließ dann den Ort. 18 Monate später traf ich den Pastor wieder und fragte ihn, wie es der jungen Frau gehe. Er antwortete freudestrahlend, seit jener Seelsorge mit Gebet unter Handauflegung sei sie von dieser furchtbaren Krankheit frei. Die Frau folgt seither Jesus nach. Das ist ein Triumph der Gnade Gottes. Hier hat Jesus ein Zeichen seines Sieges aufgerichtet. Wir sind nicht einfach unter die Herrschaft Satans verkauft. Es gibt eine Stelle, wo wir im Namen Jesu den Sieg erlangen können. Wir werden ja noch mehr solche Beispiele in den beiden folgenden Kapiteln über die Befreiung und im Schlusskapitel lesen. Einwände Es wird von der Medizinweiten und auch von vielen Theologen bestritten, dass undefiniert okkulte Vorgänge seelische, nervöse Störungen und Schädigungen des Glaubenslebens hervorrufen können. Sternzufallsbild Stern Noch eine Stufe weiter zurück liegt das Problem, ob es aussammenschliche, undefine dämonische Mächte gibt, die in ihrer Wirksamkeit in das Menschenleben hineinragen. Die Psychiater fassen in diesem Zusammenhang die Berichte des Neuen Testaments von den undefiniert Besessenen fast durchweg als schwere Hysteriefälle auf. Viele Theologen lassen sich von dieser Auffassung ins Schlepptau nehmen und sprechen bei der Besessenheit von einer Krankheit, von einem Defekt. Zunächst sind es die Theologen,
welche mit den rationalistischen Eierschalen ihrer liberalen Theologie noch nicht fertig geworden sind, vorneweg alle Anhänger der Bultmannschen Theologie. Sie gehen am wahren Sachverhalt der biblischen Berichte glatt vorbei. Sie besitzen kein Aufnahmeorgan für biblisches Geschehen. Sternzufallsbild, Stern die geistige Hurerei mit den philosophischen Strömungen der Vergangenheit oder Gegenwart hat sie abgestumpft gegen das Pneuma, den Heiligen Geist. Wenn wir nun zu den medizinischen Ausgangsfragen zurückkehren, so muss von der Heiligen Schrift hier eine Distanz zur Psychiatrie aufgerichtet werden. Es wird selbstverständlich der Medizin zugestanden, dass viele Geisteskrankheiten einen magischen Faktor oder Komplex haben. Das wird bei vielen Gesprächen mit Schizophrenen deutlich, die oft behaupten, sie wären undefiniert magisch verfolgt oder verhext. Mit dieser Beobachtung darf aber nicht die andere Tatsache entkräftet werden, dass in vielen Fällen die Magie das Primäre ist und die seelischen Störungen die Auswirkungen und Folgen sind. 3000 sorgfältig eruierte, geprüfte Fälle sind ein ins Gewicht fallendes Beweismaterial. Sternzufallsbildstern außerdem kennen unsere Parapsychologen, zum Beispiel Professor Dr. Bender von der Freiburger Universität, Krankheiten, die nach okkulter Betätigung entstanden sind. Es sei nur die undefiniert mediumistische Psychose erwähnt. Die Seelsorge zeigt eindeutig, dass die Beschäftigung mit dem Spiritismus, mit der Magie oder mit der Wahrsagerei Störungen hervorruft, die sich oft medizinisch nachweisen lassen. In fast jedem Fall aber zeigen sich Schädigungen des Glaubenslebens. Diese Beobachtung weist darauf hin, dass bei der Entstehung solcher Schädigungen in erster Linie biblische Sachverhalte zugrunde liegen. Für ihre Behandlung ist zunächst der theologische Seelsorger, falls er ein bibelgläubiger Christ ist, zuständig und außerdem der gläubige Psychiater. Keine Hilfe, er dringt nicht durch. Nun folgt ein Beispiel, das ich mit großem Herzweh wiedergebe. Es handelt sich um eine Seelsorge, die sich über Jahre erstreckte und doch erfolglos blieb. Sternzufallsbildstern, das macht die Tatsache deutlich, dass der Seelsorger nichts ist, und nur einer helfen kann, Jesus Christus. Er befreit aber nicht jeden Zauberer, für den gebetet wird, wenn der betreffende Magier nicht mit ganzem Ernst von seinen unheimlichen Kräften loskommen will. Ein Junge, dessen Eltern und Großeltern ich kannte, wurde 3 oder 4 Mal zu den stärksten und definierten Zauberern von Appenzell gebracht. Er nannte mir Namen wie Hermano, Grünefelder, Schneider, Grätzer und so weiter. Diese Männer, die alle mit Mentalsuggestion und undefinierter Magie arbeiteten, erkannten die starke mediale Veranlagung des jungen Burschen und eröffneten ihm eine erfolgreiche Laufbahn als Naturheiler. Das alles war das Vorspiel dessen, was nun folgt. Mit 13 Jahren schon entdeckte er nun die Fähigkeit, auf Entfernung Menschen beeinflussen zu können. Er konnte zum Beispiel auf eine Entfernung von 100 Kilometern mit Hilfe einer Handschriftprobe die Krankheit einer ihm völlig fremden Person richtig angeben. Stellte er sich in seinen Gedanken auf die kranke Person ein und dachte konzentriert an die Heilung des Kranken, dann trat bei dem Patienten tatsächlich eine Besserung ein. Sternzufallsbildstern, nach dieser konzentrierten Gedankenarbeit wusch er sich immer die Hände, um gleichsam die fernübertragenen Krankheitsstoffe, wie er sich ausdrückte, abzuwaschen. Ein Beispiel sei erwähnt. Im Alter von 16 Jahren erhielt er eine Handschriftprobe. Er schloss halb die Augen und fuhr mit den Fingern die handgeschriebenen Zeilen ab. Die Diagnose lautete: Nierenerkrankung und Ekzem am linken Bein. Die betreffende kranke Frau war 120 Kilometer vom Wohnort des Jungen entfernt. Die Diagnose des Jungen stimmte mit dem Arztzeugnis überein. Die Frau litt seit 6 Jahren an offenen Ekzemen. Ärztliche Hilfe hatte bisher versagt. Der Junge versuchte eine undefinierte Fernbeeinflussung. Er dachte mit großer Konzentration an den Satz: Ich will dir helfen. Er betete sogar zu Gott, um seine Gedankenkonzentration zu verstärken. Nach 2 Monaten überzogen sich die Ekzeme mit einer dünnen Haut. Was 6 Jahre lang ärztliche Hilfe nicht erreichte,
wurde der Patientin durch Fernbehandlung gegeben. Sternzufallsbild Stern. Der Junge fühlte auch bei persönlicher Begegnung den Menschen die Krankheiten und den Charakter ab. Er spürte hellfühlend oder instinktiv bei Christen, ob ihr Glaube echt ist oder nicht. Erino machte bei der Inanspruchnahme seiner fernwirkenden Kräfte selbst die Beobachtung, dass seine Schulleistungen und die übrigen geistigen Fähigkeiten jedes Mal absanken, wenn er seine medialen Gaben gebrauchte. Er fragte sich, ob seine Fähigkeiten Naturgaben seien und ob er sie ohne Schaden für seinen inneren Menschen gebrauchen könne. Bemerkenswert ist, dass dieser junge Fernheiler auf sexuellem Gebiet keine Anfechtungen hatte und deshalb auch noch nie onanierte. Diese Feststellung passt in den Rahmen der fernwirkenden Kräfte. Alle Fernheiler erklären, dass sie bei geschlechtlicher Enthaltsamkeit größere Fähigkeiten besitzen würden. Sternzufallsbild Stern in religiöser Hinsicht zeigten sich bei einer geistlichen Betreuung des jungen Fernheilers typische Merkmale. Wenn man mit dem jungen Heiler beten wollte und ihn auf Christus hinwies, wurde ihm schwarz vor den Augen. Er war dann im Kopf so verwirrt, dass er nicht einmal ein vorgesprochenes Gebet satzweise nachsagen konnte. Er büßte jegliche Konzentration ein. Hörte man mit dem Gebet und dem Zuspruch des Wortes Gottes auf, dann war er wieder im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Der Junge wollte gern Christus nachfolgen und gab sich alle Mühe. Es gelang ihm aber nicht, an Christus zu glauben und sein Leben ihm zu übergeben. Die Großeltern und die Mutter kamen in alle meine Vorträge, wenn ich in der Schweiz evangelisierte. Mit Erino selbst hatte ich gute Gespräche. Er war offen für das Evangelium, drang aber nicht durch. Nach dem Schulabschluss erlernte er keinen Beruf, sondern fing eine Heilerpraxis an. Er versprach mir zwar, dass er sich in keine dunklen Dinge einlassen wolle. Seine undefinierte Medialität war aber stärker als sein guter Wille. Ich habe viele Jahre für ihn gebetet und dann die Verbindung mit ihm verloren. Er praktiziert heute im Eldorado der magischen Heiler, im Kanton Appenzell. Sternzufallsbild Stern. Es ist gut, wenn manchmal einem Seelsorger demonstriert wird, dass er ein unnützer Knecht ist. Luke 17,10, Erino ist nicht der richtige Name des Jungen.